Ich befinde mich gerade ein bisschen außerhalb von Köln vor einem Lebensmittelgroßhandel. In diesem Großhandel wartet Maximilian Lorenz auf mich. Maximilian ist 26 und Sternekoch. Denn das ist heute der Beruf, den ich teste. Koch. Mein Opa war seinerzeit Koch und aus seinen Erzählungen weiß ich so ein klein bisschen, wie schön, aber auch wie anstrengend dieser Job sein kann. Und ein paar mehr Informationen kriegen wir jetzt zusammen. Guten Morgen. Du bist, ich sehe es, Maximilian Lorenz. Hi. Wollen wir direkt reingehen, damit Gerne. Wir frisch einkaufen können? Gerne, schauen wir uns mal an. Sehr cool. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, was wir gerade gekauft haben, macht mich nicht unbedingt sehr glücklich. Ich esse ja persönlich echt wenig Fisch oder Fleisch, eigentlich so gut wie gar nicht. Aber ich bin heute Koch und ich kann mir das nicht aussuchen, deswegen stehe ich das schon durch. Schau, das ist eins deiner Restaurants, genau, sagst du? Genau, das ist so das erste, das Herzstück, Ladies First. Danke. Mal links, direkt wieder rechts. Okay, hier ist die Küche. Ach, das ist die Küche. Genau, das sieht nach Küche aus auf jeden Fall. Hi. Ja. Hier hast du eine Schürze. Damit du dich nicht ganz so einsaust. Dankeschön. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon mit dem Kochen? Ja, ich glaube, ich bin jetzt im 16. Jahr. Also ich habe damals mit 11 angefangen. Warte, du bist... Ich bin 26, ja. Ich habe mit 11 quasi meine Leidenschaft da drin gefunden. Okay. Und dann halt immer so am Wochenende, in den Schulferien, an Feiertagen, nach dem Unterricht, immer in irgendwelche Küchen gegangen. Damals war es halt am Anfang mir so ein ganz einfaches Café in Bergisch Gladbach. Und dort hat solche Sachen gemacht wie Rinderrouladen, Eintöpfe. Aber in der Küche, richtig. Ja. Also du mit 11. Ja, ich mit 11. Ich hatte das große Glück, dass ich relativ schnell wusste, was ich werden wollte. Ja, und dann kamen halt noch ein paar andere Praktikas dazu, auch in mehreren Sterne-Restaurants in Köln und im Umland. Und dann habe ich dann in einem Betrieb auch mit dem Stern gelernt. Mhm. War dort halt noch anderthalb Jahre angestellt, zuletzt auch als zweiter Küchenchef und habe mich damit 21 Jahre selbstständig gemacht. Aber also, hast du eine richtige Ausbildung nochmal? Ja, klassisch bei der IHK abgelegt als Koch. Aber du hast auch einen Stern, richtig? Ja. Was bedeutet das eigentlich, so einen Stern zu haben? Ja, für mich war es mein Lebenstraum. Also ich kann jetzt sagen, wo ich noch 25 war, das war's. Vielen Dank und tschüss. Das ist, glaube ich, die größte Auszeichnung, die ein Koch haben kann. Wenn du mit 11, 12 anfängst zu kochen, willst du halt nicht in der Mittelmäßigkeit verschwinden, sondern sagst, okay, dann willst du auch den Stern früher haben als andere. Wie bekommt man denn grundsätzlich so einen Stern? Wie ist da der Vorgang? Ich glaube, du musst schon sehr, sehr gut kochen können. Auch irgendwo auch vielleicht schon ansatzweise einen Stil haben, den es bisher in Deutschland oder weltweit noch nicht gibt. Mhm. Und das ist nicht so, dass du anrufst und sagst, hört mal zu, Jungs, ich würde gerne einen Termin machen für nächste Woche Mittwoch, wo mal einer von euch vorbeikommt und bei uns testen kommt, sondern wir haben das damals so gemacht, wir haben den Guy Michelin informiert, dass wir wieder aufhaben. Mhm. Und daraufhin haben wir gesagt, wir würden uns freuen, wenn sie uns vielleicht eines Tages mal besuchen kommen. Und dann nimmt das halt bei dem im Haus das Prozedere, dass sie losgehen, Tester schicken, Erhebungsbogen für den Guy Michelin. Und ja, so kommt eins zum anderen. Ist es denn sehr wichtig, als Koch, um halt auch so richtig gut davon leben zu können, diesen Stern zu bekommen? Oder ist es auch schon vorher möglich, halt zu sagen, okay, das ist eigentlich in Ordnung so? Oh, sagen wir mal, fangen wir mal ganz einfach an. Ich habe das Restaurant jetzt 5 Jahre. Mhm. Und im ersten Jahr habe ich mir Nettolohn ausgezahlt als Inhaber von 280 Euro monatlich. Heute, nach dem Stern, muss ich sagen, dass ich von diesem Restaurant sehr gut leben kann. Aber dass ich noch andere Einnahmequellen habe, die es mir natürlich auch ermöglichen, auch vielleicht für meine jungen Jahre einen vielleicht überdurchschnittlichen Lebensstandard zu haben. Das ist ziemlich lecker.
Auf einmal sind wir draußen. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt schnell auf die Aachener Straße in unser Zweitrestaurant Pickbull, in unser Streetfood-Laden. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag von so einem Auszubildenden aus? Sie fangen in der Regel zwischen 12 und 13 Uhr an. Human arbeiten dann meistens auf den jeweiligen Posten mit, also Vorspeisen, Dessert, Fisch, Fleisch oder Nachtisch. Sag ich mal, in der Regel gegen 17 Uhr gibt es halt Mitarbeiteressen für uns alle, wo ich probiere auch, soweit wie es meine Zeit zulässt, daran teilzunehmen. Mhm. Was man schon relativ schnell lernt, wo sie ihre Stärken und Schwächen haben. Dementsprechend kochen sie auch abends in dem jeweiligen Bereich mit. Mhm. Aber es hört genauso gut auch dazu, auch mal abends zu spülen oder mal den Müllraum aufzuräumen. Und das ist in der Regel immer dann so um 22 Uhr dann für sie der Abend zu Ende. Aber da unsere Azubis auch in einem dualen System lernen, also sprich nicht nur im Betrieb, sind sie zwei Drittel der Zeit im Betrieb, ein Drittel der Zeit in der Schule. Okay. Und sie müssen halt auch mal abends mal reinkommen und einfach mal zeigen, was sie in der Schule gelernt haben. Also das zweite Lokal von unserem Sternekoch. Ich bin zwar immer noch kein Fleischesser, aber ich muss sagen, hier riecht es echt lecker. Du hast 4 Restaurants. Ja. Wie managst du das? Das frage ich mich manchmal auch selber. Also ich glaube irgendwie, da geht es an stressigen Tagen, wenn du dann noch Caterings hast und dann noch irgendwie auf einer Bühne gebucht bist, noch auf einer Kochshow. Ich glaube, da kämpfst du eigentlich immer nur noch so ums Überleben. Gibt es denn so ein Durchschnittsalter, wenn man als Koch ungefähr aufhören muss, vielleicht sogar schon? Nein, das ist eine ganz schwierige Frage. Die Durchschnittserwartung eines Kochs liegt bei 58 plus Jahre. Okay. Also das heißt, eigentlich erleben wir die Rente nicht mehr. Ja. Wir haben einen sehr, sehr hohen Suizidpunkt, muss man einfach sagen, aufgrund des Stresses und sowas nicht wirklich Schönes. Oh. Ich sag mal so, aus dem aktiven Kochen, wo man wirklich noch jeden Tag mitsteht, sollte es so mit spätestens 60 muss dann der Cut gezogen sein. Krass, das hat mich gerade geschockt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich sage einfach gar nichts mehr. Ja. Wir fahren jetzt nach Bergisch Gladbach. Restaurant heißt Alter Lindenhof. Gasthof haben wir jetzt seit 8 Wochen auf. Ja. Und die Jungs haben mir gestern geschrieben, dass wir was Neues auf der Karte haben. Cool. Und dementsprechend wollte ich auch kurz absegnen. Und ich kann es vielleicht testen? Wir beide. Gut, okay. Perfekt. Aber das letzte Wort habe ich dann. Selbstverständlich. Oh, ja, okay. Was für eine Frage schon. Los geht's, komm. So, wie sieht's aus? Ich soll was probieren. Ja, wir machen frische Tangalunen mit Chorizo-Soße und gebratenen Garnelen. Warum? Aber jetzt mal Spaß beiseite. Warum schwenkst du die nicht in der Soße durch? Lecker, gar keine Frage. Garnelen gut gebraten. Sehr gut. Mein Test habt ihr auch bestanden. Wie oft kommt denn das vor, dass du so Gerichte testest wie heute? Also ich würde schon sagen, fast täglich. Echt? Ja. Also vielleicht nicht immer was Neues, aber einfach auch, um den Qualitätsstandard zu sichern. Also. Und wenn du jetzt dir selber so ein Gericht ausdenkst, wo nimmst du die Ideen her? Der saisonale Kalender gibt halt sehr viel für mich vor. Meine persönliche Kochlust und einfach den Reiz, was Neues. Also ich will nicht nur was machen, was ich schon mal hatte, was ich schon mal irgendwo gesehen habe. Als abschließende Frage vielleicht noch, was ist so der eine beste und der eine schlechteste Punkt an deinem Job? Der schlechteste Punkt ist, ich hasse Putzen. Ja, auch als Küchenchef, Inhaber, Geschäftsführer, Mitgesellschaft muss man putzen. Das ist Kacke. Mein schönster Punkt ist, glaube ich, einfach aktuell, dass ich kreativ sein kann, aber dass mein Alltag nicht gleich aussieht. Ich weiß nicht, wo ich morgen in der Küche stehe. Ich weiß nicht, was ich morgen für Termine habe. Ich weiß nicht, auf was ich morgen Lust habe, wo ich mich einfach vielleicht mal 3 Stunden rausziehe und an der Mango mit Kirsch Saft entwickle für ein Dessert. So, deswegen ist das schon sehr, sehr spannend. Und damit ist auch schon wieder ein weiterer Arbeitstag für mich vorbei. Ich fand es heute sehr lecker, sehr informativ und teilweise auch ein bisschen schockierend. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass Maximilians Job ein echter Traumberuf ist. Aber der Weg bis dahin ist doch sehr hart und ich glaube nicht, dass das was für mich persönlich wäre. Vielleicht aber für irgendwen von euch. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ihr könnt auch gerne abonnieren, wenn ihr weitere Traumberufe sehen wollt. Nächste Woche Mittwoch, 13 Uhr geht es weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei wärt. Bis dahin, ciao.